Andrea Gessl-Ramftl von der SPÖ. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Ministerin, Hohes Haus, es ist schon sehr viel bezüglich Budget gesagt worden. Fakt ist und Fakt bleibt auch, dass das Bildungsministerium im Jahr 2017 um 555,4 Millionen Euro mehr erhält als heuer. Zusätzlich werden 80 Millionen Euro eingesetzt für Sprachförderung, Sprachstadtgruppen, Nachholen des Pflichtschulabschlusses, Basisbildung, aber auch für mobile Teams, die den Schulen für Integrationsaufgaben zur Verfügung stehen. Ich möchte nun kurz auf das Nachholen des Pflichtschulabschlusses eingehen, eine persönliche Herzensangelegenheit von mir. Hier nimmt die Politik ihre Aufgabe wahr, gering qualifizierten Menschen die Chance zu bieten, wieder im Arbeits- und Sozialleben Fuß zu fassen. Das Nachholen des Pflichtschulabschlusses ist ein klares Bekenntnis im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. Fast 1 Million Österreicherinnen und Österreicher verfügen vielfach über keine ausreichenden Kompetenzen in den Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen sowie auch im Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien. Sie haben Schwierigkeiten, sich im sozialen Leben zu integrieren und große Probleme, auch langfristig am Arbeitsmarkt bestehen zu können. Diesem Missstand wird der Kampf angesagt. Das ist ein riesiger Schritt in Richtung Chancengleichheit. Hier wird die zentrale Basis für die berufliche Ausbildung und das berufliche Fortkommen geschaffen. Wir können unsere Zukunft nur dann erfolgreich gestalten und nur dann erfolgreich entwickeln, wenn alle Menschen möglichst gleiche Chancen haben auf ein Vorwärtskommen. Und dazu brauchen wir auch lebensbegleitende Bildungsangebote. Lebensbegleitendes Lernen ermöglichen bedeutet Chancengleichheit. Gerechtigkeit in allen Lebensphasen. Das Nachholen des Pflichtschulabschlusses ist in den letzten Jahren forciert worden und ich bin auch sehr froh, dass Ministerin Hammerschmidt hier auch ein großes Augenmerk darauf legt. Danke. Für Chancengleichheit spricht sich Andrea Gessl-Ramftl von der SPÖ aus. Lebensbegleitende Ausbildung ist für sie wichtig.